Mal Sonntag, der 27. August 2023. Morgenausgabe. Bitte entschuldigen Sie eventuelle visuelle und informative Ungenauigkeiten in diesem vollständig von KI generierten Video. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich bin euer Nachrichtensprecher Xander Voxius, der Dritte. Vielen Dank, dass ihr euch für die Zukunft der Nachrichten eingeschaltet habt. AGNDD IntelliReport. Wie immer werde ich von meinen geschätzten KI-generierten Kollegen unterstützt, um die Nachrichten zusammenzufassen. Ohne weitere Umschweife, die Schlagzeilen des Tages. Rallye-Versuch setzt sich fort, 7 Aktien im Blick. Tim McGraw teilt romantische Geheimnisse für ein Date. Google veröffentlicht Android 14, Beta mit Fehlerbehebungen. CEO Vishal Garg erlebt spektakulären Aktienabsturz. Alarm wegen Westnil-Fieber nach dem 11. Todesfall. Bryce Young beeindruckt in der Vorsaison. Bereit für den Auftakt. Simone Biles führt nach dem ersten Wettkampftag. Und mehr, aber zuerst dieser Tag in der Geschichte. 27. August in der Geschichte. Am 27. August ereigneten sich verschiedene historische Ereignisse. Hier sind einige Beispiele. Im Jahr 410 wurde Rom von den Westgoten unter der Führung von Alarich I. geplündert. Dies markierte das erste Mal seit über 800 Jahren, dass die Stadt von einer fremden Macht erobert wurde. Im Jahr 1776 wurde die Schlacht von Long Island während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges ausgetragen. Die britische Armee besiegte die amerikanischen Truppen und erlangte die Kontrolle über New York City. Im Jahr 1859 wurde die erste erfolgreiche Ölbohrung in Titusville, Pennsylvania, durchgeführt. Dies markierte den Beginn der modernen Ölindustrie. Im Jahr 1928 wurde der Kellogg-Briand-Pakt unterzeichnet, ein internationales Abkommen, das den Krieg als Mittel zur Lösung von Konflikten verbietet. Im Jahr 1967 wurde der erste erfolgreiche Herztransplantation bei einem Menschen durchgeführt. Der südafrikanische Chirurg Christian Barnard führte die Operation in Kapstadt durch. Im Jahr 2003 wurde der Mars Rover Opportunity erfolgreich auf dem Mars gelandet. Dies war Teil der NASA-Mission zur Erforschung des roten Planeten. Diese Ereignisse sind nur einige Beispiele für historische Ereignisse, die am 27. August stattgefunden haben. 27. August 410, die Plünderung Roms durch die Westgoten endet nach 3 Tagen. 27. August 1557. Die Schlacht von St. Quentin führt dazu, dass Emanuel Philibert Herzog von Savoyen wird. Heutige Todesanzeigen. Svetlana Adekaeva. Kurze Wikipedia-Zusammenfassung. Svetlana Adekaeva, eine 85-jährige russische Ballerina, ist verstorben. Sie war eine renommierte Tänzerin und erhielt 1984 den Titel Volkskünstlerin der UdSSR. Andrzej Preciks, kurze Wikipedia-Zusammenfassung. Andrzej Preciks, ein polnischer Bühnenschauspieler, wurde am 22. August 1949 in Warschau geboren. Er hatte eine erfolgreiche Karriere im Theater, Film und Synchronsprechen sowie als Regisseur für Synchronisation. Neben seinen künstlerischen Tätigkeiten war er auch als Gemeinderat und Mitglied der örtlichen Behördenabteilung der Bürgerplattformpartei tätig. Berühmte Personen, die an diesem Tag geboren wurden. 27. August 1977, Justin Miller, amerikanischer Baseballspieler, plus 2013. Joel Grant, hier ist eine Zusammenfassung Ihrer Wikipedia-Seite. Der Artikel liefert Informationen über Joel Grant, einen englisch-jamaikanischen Fußballspieler,
der am 27. August 1987 geboren wurde. Es werden seine Vereinskarriere und seine Zeit bei Watford, Aldershot Town, Crewe Alexandra, Wycombe Wanderers, Yeovil Town, Exeter City, Plymouth Argyle, Swindon Town und Grimsby Town detailliert beschrieben. Es wird auch seine internationale Karriere mit Jamaika erwähnt. Und nun zu den heutigen Nachrichten. Allgemeine Nachrichten. Luis Rubiales. Spaniens Fußballverband droht mit rechtlichen Schritten gegen Jennifer Hermoso, Gewinnerin der Frauenweltmeisterschaft. CNN. Der spanische Fußballverband hat rechtliche Schritte gegen den Starspieler Jennifer Hermoso angedroht und wirft ihr vor, über einen unerwünschten Kuss des Verbandspräsidenten Luis Rubiales gelogen zu haben. Hermoso und fast 70 andere Spielerinnen haben geschworen, nicht zu spielen, solange Rubiales nicht entfernt wird. Die FIFA hat Rubiales vorläufig suspendiert, da er möglicherweise gegen Verhaltensregeln verstoßen hat. SpaceX startet wirklich internationales Astronautenteam auf Crew-7-Flug zur Raumstation für die NASA. Video, space.com. SpaceX startete am 26. August 2023 seine Crew-7-Mission mit 4 Astronauten aus Dänemark, Japan, Russland und den Vereinigten Staaten zur Internationalen Raumstation, ISS. Das Team wird im Rahmen der Expeditionen 69 und 70 6 Monate lang wissenschaftliche Untersuchungen durchführen und die Station warten. College-Football-Spielplan, Spiele 2023. Was in Woche 0 zu sehen ist, TV-Sender, Samstagsanstoßzeiten, CBS Sports. Die College-Football-Saison 2023 hat begonnen und umfasst Week 0-Spiele an Orten von Irland bis Los Angeles. Zu den wichtigsten Spielen gehören Notre Dame gegen Navy in Dublin, USC gegen San Jose State in Los Angeles und das erste Spiel von Jacksonville State als FBS-Programm. Verbraucher geben so aus, als wäre es 2019, WSJ, The Wall Street Journal. Der Artikel diskutiert, wie sich die Konsumgewohnheiten der Verbraucher von pandemiebedingten Kauforgien zu einer Priorisierung von Erlebnissen gegenüber Waren verschieben aufgrund steigender Ausgaben. Wirtschaftsnachrichten. Besserer CEO Vishal Garg sieht Aktienkurs spektakulär abstürzen. The Daily Beast. Die Aktienkurse von Better.com stürzten ab, nachdem das Unternehmen an die Börse ging. Und die Aktien wurden am Freitag mit einem Rabatt von 90% gehandelt. Der Hypothekenkreditgeber kämpft mit einem rückläufigen Geschäft aufgrund stark steigender Hypothekenzinsen und einem langsameren Immobilienmarkt. Das kontroverse Verhalten des CEO Vishal Garg gegenüber Mitarbeitern und potenzielle rechtliche Probleme haben sich ebenfalls auf die Leistung des Unternehmens ausgewirkt. Rallye-Versuch kämpft weiter, was nun zu tun ist. 7 Aktien im Blick, Investors Business Daily. Artikelbeschreibung nicht gefunden. JP Morgan glaubt, dass der Bitcoin-Markt seinen Tiefpunkt erreicht hat. Crypto Briefing. JP Morgan-Analysten prognostizieren begrenzte Abwärtsrisiken für die Kryptomärkte in naher Zukunft, trotz der jüngsten Turbulenzen durch den Bitcoin-Verkauf von SpaceX und der Immobilienkrise in China. Sie stellen fest, dass die Auflösung von Long-Positionen größtenteils abgeschlossen ist und der allgemeine Ausblick für Bitcoin optimistisch bleibt. Technologienachrichten. Google veröffentlicht eine weitere Android 14 Beta mit noch mehr Fehlerbehebungen. Nachrichten, gsmarena.com. Google hat Android 14 Beta 5.2 veröffentlicht,
das neueste Bugfix-Update für Geräte, die am Android-Beta-Programm teilnehmen. Das Update behebt verschiedene Probleme, darunter Verzögerungen beim Neustart, Unterbrechungen der Mobilfunkverbindung und Probleme mit dem Fingerabdrucksensor bei Pixel Fold und Pixel Tablet Geräten. AMDs FSR 3 verfügt über eine Funktion, die zuvor nur auf den teuersten GPUs von Nvidia verfügbar war, GameSpot. AMD hat Fidelity FX Super Resolution, FSR 3 angekündigt, ihr eigenes Frame-Generierungstool. Im Gegensatz zu Nvidias DLSS 3 erfordert FSR 3 keine spezifische Hardware und funktioniert über Software. Es ist effektiver für Spiele, die gut laufen, und erhöht die Bildraten für Displays mit hoher Bildwiederholfrequenz. Die ersten Spiele, die FSR 3 unterstützen werden, sind Forspoken und Immortals of Avium. GTA 6 Hacker war ein Teenager auf Kaution in einem Hotelzimmer, der einen Amazon Fire Stick benutzte. GameSpot. Ein 18-Jähriger aus Oxford, der als Mitglied der internationalen Cybercrime-Gruppe Lapsus Dollar identifiziert wurde, wurde in große Hacks gegen Technologieunternehmen wie Rockstar Games, Uber und Nvidia verwickelt. Die Aktivitäten der Gruppe, die Erpressung und Lösegeldforderungen beinhalteten, hatten erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmen, insbesondere Take-Two Interactive. Das Gericht prüft die Schuld des Teenagers. Sportnachrichten. Simone Biles beendet den ersten Wettkampftag bei den US-amerikanischen Turnmeisterschaften in Führung. CNN. Die vierfache Olympiasiegerin Simone Biles führt nach dem ersten Wettkampftag die US-amerikanischen Meisterschaften im Turnen an. Biles strebt ihren achten US-Titel an, was sie zur einzigen Turnerin, egal ob männlich oder weiblich, machen würde, die diese Leistung erreicht hat. Panthers Bryce Young scharf in Vorbereitungsspiel, sagt er, ist bereit für den Saisonauftakt. ESPN. Der Rookie-Quarterback der Carolina Panthers, Bryce Young, der kürzlich ein starkes Spiel im Vorsaisonfinale gegen die Detroit Lions hatte, hat erklärt, dass er bereit für den Saisonauftakt ist. Allerdings gab Young zu, dass er seine Rutschfähigkeiten verbessern muss, ein Bereich, über den seine Teamkollegen ihn scherzhaft aufziehen. Gesundheitsnachrichten. Gesundheitsbeamte und Forscher schlagen nach dem 11. Todesfall Alarm wegen West-Nil-Fieber. Denver 7, Colorado News. Der Tod eines 71-jährigen Mannes in Denver aufgrund des West-Nil-Virus, der 11. in Colorado in diesem Monat, hat Bedenken hinsichtlich der Verbreitung der Krankheit aufkommen lassen. Experten empfehlen, aufmerksam auf häufige Symptome zu achten und frühzeitig eine Behandlung zu suchen, insbesondere für Personen über 60 Jahre oder mit geschwächtem Immunsystem. Sie raten außerdem dazu, Insektenschutzmittel mit DEET zu verwenden und Aktivitäten im Freien in der Dämmerung und am Morgen zu vermeiden. 7-jähriges Mädchen stirbt an einer Gehirnschwellungskrankheit, die bei 30% der Betroffenen tödlich ist. Nachdem sie von einer Mücke gebissen wurde, Daily Mail. Ein 7-jähriges Mädchen in Alabama ist an östlicher Pferdeenzephalitis, EE, gestorben, einem seltenen, durch Mücken übertragenen Virus, der zu schwerer Schwellung des Gehirns führen kann. Dies ist der erste Todesfall in Alabama, der mit dem Virus in Verbindung gebracht wird, mit einem weiteren Fall in Spanish Fort. Es gibt keine Impfstoffe oder Heilmittel gegen EEE, das etwa 30% der infizierten Menschen tötet. Unterhaltungsnachrichten. Ahsoka End Credits Song jetzt auf Spotify verfügbar.
Erste Welle der Kritikerbewertungen ist positiv, obwohl das Publikum es anscheinend mehr genießt. Star Wars News Net. Die Ahsoka-Serie feierte eine positive Resonanz, wobei 71,5% der befragten Zuschauer angaben, dass ihnen die ersten beiden Episoden gefallen haben. Die Musik, komponiert von Kevin Keener, war ein Highlight, einschließlich des Abspannlieds, das jetzt auf Spotify verfügbar ist. Trotz einiger gemischter Kritiken hat die Serie eine Zustimmungsrate von 88% auf Rotten Tomatoes beibehalten. Tim McGraw sagt, dass Date-Nächte mit Faith Hill viele Kerzen und 80er Musik beinhalten. Exklusiv. Das da. Pupil. Die Country-Stars Tim McGraw und Faith Hill genießen ihr leeres Nest, in dem sie regelmäßig gemeinsame Abende verbringen. McGraw, der ein neues Album namens Standing Room Only hat und im nächsten März eine Tour startet, genießt es, Sonnenuntergänge zu beobachten und DIY-Pflanzprojekte zu Hause durchzuführen. Im Zuge des Streits mit Bethany Frankel klärt Bravo den Anspruch auf, dass Reality-Stars durch NDAs zum Schweigen gebracht werden, exklusiv. Variety. Bravo und NBC Universal haben klargestellt, dass ihre Geheimhaltungsvereinbarungen, NDAs, Reality-TV-Stars nicht daran hindern, mögliche Misshandlungen zu diskutieren. Dies erfolgt als Reaktion auf die Kampagne der ehemaligen Real Housewives-Darstellerin Bethany Frankel für bessere Arbeitsbedingungen und Rechte für Reality-TV-Stars. Anwälte, die mit Frankel zusammenarbeiten, haben NBC Universal beschuldigt, NDAs zu verwenden, um Stars und Crew daran zu hindern, mutmaßlichen Missbrauch zu diskutieren, und haben rechtliche Schritte angedroht. Ein Gedicht über die heutigen Unterhaltungsnachrichten. Im Stil von William Shakespeare. Auf der Bühne der Sterne, im Krieg verhüllt, Ahsokas Melodie, von jedem Ohr anerkannt. In Spotifys umfangreichem musikalischen Repertoire hält das Abspannlied seine fröhliche Herrschaft. Die Kritiker sprechen mit sicherer und starker Stimme, doch in den Herzen der Zuschauer dringt es ein. Eine Geschichte von Liebe, von brennenden Kerzen hell erleuchtet, von Faith und Tim in einer Nacht der verbotenen Liebe. Die Melodien vergangener Jahre erklingen, in sanfter Wiederholung spielen die alten Lieder. Aus den Flüstern der 80er Jahre entsteht Liebe, ihre Verabredungen unter dem untergehenden Sonnenlicht. Ein Drama der Realität entfaltet sich, Bravo stellt sich gegen Anschuldigungen und hält Stand. Denn die Stars werden zum Schweigen gebracht, flüsternd im Wind, gefesselt von den Ketten der NDA-Dekrete. Doch im Licht der Wahrheit nimmt das Netzwerk seinen Platz ein, in Frankels Kampf, die Wahrheit in ihrer Gewalt. Jetzt ein paar Vatertagswitze für dich. Dermatologen haben immer Eile. Sie treffen den ganzen Tag über voreilige Entscheidungen. Warum fressen Haie keine Clowns? Weil sie komisch schmecken. Warum hat Mozart alle seine Hühner getötet? Weil, wenn er sie gefragt hat, wer der beste Komponist sei, haben sie alle gesagt, Bach, Bach, Bach. Ich hoffe, Ihnen hat der heutige KI-generierte Nachrichtenüberblick, der AGNDD Intelli-Report, gefallen. Liken, abonnieren und auf die Glocke klicken, um bei neuen Uploads benachrichtigt zu werden. Und stellen Sie sicher, dass Sie das nächste Mal einschalten, um die Zukunft der Nachrichten zu erleben. Bleiben Sie sicher und gesund. Prost!